Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Abend. Herr Präsidiöris, willkommen zu Guten Abend TV am 25.12. am ersten Weihnachtstag mit dem Ex-Oberbürgermeister Kandidiöris aus Kölle. Der Whisky gestern war toll, also ich habe einen schönen Whisky bekommen als Geschenk für die Papas. Ich wette, viele Männer auch, viele Papas auch von euch so. Schön, dass ihr da seid. Ich wollte euch heute begrüßen zu den Abend-TV-Nachrichten. So, wir starten auch so gleich los. Die Themen sind heute gewesen bei der Tagesschau. Reaktionen auf Brexit-Handelsabkommen. Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin hoch. Kirchen rufen Zusammenhalt und Zuversicht in der Corona-Krise auf. Papst ruft in Weihnachtsbotschaft zu Solidarität in Corona-Zeiten auf. Und das Wetter. So, also wir starten auch direkt los. Erstmal gute Nachrichten. Die Influenza wurde besiegt. Der Krebs wurde besiegt. Die Leute sterben nur noch an Corona, an oder mit Corona. Also wir haben schon auf jeden Fall mal gewonnen. So. Und damit ihr mir nicht einschlaft, erstmal 20 Knie beugen und 20 Mal in die Hände klatschen. So, und weiter geht's. Unser Drosten hat uns für 30 Sibbelinge an den Bill Gates verraten, ne? Würde ich mal so sagen. Unser Drosten. Bill Gates, unser Erlöser, möchte 7 Milliarden Menschen also durchimpfen. So, wir sagen nein, wir wollen das nicht. Der Bill Gates kann alle Impfungen selber sich reindrücken, wo auch immer. Als erstes vielleicht mal in die Hoden oder in den Kopf, weil dann wird er garantiert auch mal infiziert. So. Und das war, da hat sich der Bill Gates natürlich gefreut. Am 25. wurden 25.000 falsche positive Tests bestätigt. Also die Gesundheitsämter und alle arbeiten auf Hochtouren, die haben keine Pause, so 25.000 so. Wenn alle zu Hause sind, die Weihnachtsmärkte sind leer, die Kinos, die Sportstätten, wenn wirklich alles zu ist, wieso kann 25.000, also ihr könnt uns nicht mehr weiter anlügen, das ist billigste Panikmache, das geht ja wohl gar nicht. Also innerhalb von 25 Jahren, habe ich jetzt noch gestern gelesen, beim Statistischen Bundesamt, sind in Deutschland 25.000 Stellen in den Krankenhäusern, in den Pflegeberufen abgebaut. Wer kennt denn die Sparpolitik damals nicht? Oh, die schwarze Null, oh, die schwarze Null. Und die Krankenhäuser sind ja meistens... Sorry. Die Krankenhäuser sind ja meistens in städtischer Hand. So, und da wird auf jeden Fall nur gekürzt. So, ne? Und wie kann das eigentlich sein, wenn in Kurzarbeit so viele waren, dass sich die Leute so anstecken? So? Alle tragen doch die Maske so. Und das bewirkt ja, also die falschen positiven Tests. Sogar China hat gesagt, so, diese PCR-Tests, so 30-50%, als die da angefangen haben zu testen, so. Also man kann sich darauf gar nicht verlassen. Also immer noch auf Vermutungen wird basiert, so. Alles andere wird beiseite geschoben. Nur noch Corona zählt. Mein täglich Corona, dein täglich Corona. Also 25.000 wurden abgeschafft, so. Stellen. So. Gleichzeitig haben wir aber jetzt in Deutschland ungefähr 26.000 Betten. So. In den Krankenhäusern. Köln alleine hat 3000 Betten. So. Und da jetzt also sowieso alles nicht benutzt wird, so, und alles verschoben wird, so, da sind 3000 Betten da und eigentlich frage ich mich sowieso, eigentlich nicht noch mehr Kapazitäten aufgebaut werden. So. Wir haben doch eigentlich eine sogenannte Pandemie. So. Also wir haben eigentlich doch keine Pandemie, weil würde das sein, so hätten wir auf jeden Fall von der Regierung, hätte die Merkel bestimmt
viel, viel mehr Bettenkapazitäten, weil wir haben ja so viel Geld, wir haben jetzt Milliarden, und wie viel ist der Haushalt? 500 Milliarden zum Ausgeben, aber die Einsicht, dass da irgendwie noch mehr Betten gebaut werden müssen, das gibt es nicht so. Wie gesagt, alle sind zu Hause und trotzdem steigt das so. Wie gesagt, diese Zahlen-Statistik-Verdreherei ist einfach nur noch lächerlich, Leute. Das braucht man nicht so. Deswegen nicht einschlafen, 20 Mal in die Hände klatschen, 20 Knie beugen, dann geht das schon wieder. Wie gesagt, die Regierung hält es für nötig, die Kapazitäten nicht zu erhöhen. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Trumps weihnachtliche Grüße an die Demokraten und an die Welt und an die amerikanische Bevölkerung. Der hat den Corona-Sonderhaushalt sehr scharf kritisiert und zum Schluss noch gesagt: Hört zu, Leute, ihr wollt die ganze Welt beglücken, so, aber die Amerikaner, also das eigene Volk, bekommt quasi einen Tropfen vom Ganzen. Und deswegen streicht diese ganzen, also streicht die ganzen Zahlungen an die Welt. Macht erstmal, dass unsere Arbeiter hier gut, also die Pärchen sollen 4.000 Euro bekommen, also pro Mitglied, also 2.000 Euro. Genau, und er hat dann noch so zusätzlich gesagt, so, ja, wenn ihr das nicht schafft, dann werde ich das machen und werde auf jeden Fall die nächste Regierung stellen. Also, meine lieben Leute, so, Senior Trump macht jetzt ernst, die Lucy Pelosi, die von den Demokraten, die da sehr angesehen ist, so, die hat sich auch sofort dazu geäußert und meint, ja, wir machen auf 2.000, wir machen auf 5.000. Die haben jetzt wirklich Angst, dass Trump sich das nicht mehr gefallen lässt. So. Und ich finde, meiner Meinung nach so, also wer wettet so? Also ich wette, der Trump ruft das Kriegsrecht aus. Er wird weitermachen. So, weiter geht's. Die Kirche. Die Kirche täte gut zu zahlen, statt immer wieder Gesten und Versprechen abzugeben und sie nicht zu halten. Die Kirche in Deutschland, ist sie eine Gefahr für unsere Kinder? Nach den ganzen Skandalen, was da war und ist, und dass sie sich so ganz zurückhaltend nur dazu äußern und überhaupt keine Renten an die Opfer zahlen, keine Entschädigungen und nur so marginal, nur so ganz wenig so. Also, was geht da ab so? Deswegen gehen wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Leute in die Kirche so. Viel kann die Kirche auch nicht helfen so. Diese Gelder, die müssen irgendwie anders irgendwie verwendet werden, weil sonst gäbe es auf jeden Fall mehr Kirchen. So. Warum hat die Kirche immer so große Ansprüche so, an die Gläubigen? So? Die müsst ihr eigentlich alle lieben. Ist die SPD eine Gefahr für unsere Kinder? Ist jetzt auch mal eine weihnachtliche Frage. So, unser verehrter SPD-Frontmann Steinmeier, Präsidiurus, erwähnt keine Freiheitsbeschränkungen in seiner Rede an die Nation an Weihnachten und massive Grundrechtsbeschränkungen. Davon hat er nie was gehört und das gehört auch nicht irgendwie da rein für ihn. So ein bisschen beruhigen, ein bisschen so entgegenkommen, das ist für den überhaupt gar keine Option. So, das ist zwar klar Fraktionszwang. Ja, und das war schon. Meine Lieben, schönen Abend noch.